Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir sind endlich wieder mit den Pferden unterwegs. Ich kann es echt nicht glauben. Das letzte Mal war irgendwie gefühlt vor einem halben Jahr. Es geht natürlich auch nicht zum Turnier, weil Turniere sind ja momentan noch nicht, sondern es geht zum Strand. Ich freue mich einfach so sehr darauf. Mit dabei ist noch Tini mit ihrem Pferd. Die fahren hier zusammen drin. Tom ist natürlich auch mit dabei. Vor uns fahren noch Clara und Michelle. Und die reiten dann auch. Und wir sind alle, das wollte ich noch mal kurz sagen, auch wegen dem Herpesvirus, der momentan rumgeht, aus einem Stall. Und das ist alles abgesprochen. Also braucht euch keine Sorgen machen, dass wir da jetzt irgendwie was tun, was nicht legal ist. Ja. Ich hoffe einfach auf einen richtig nice Day. Das Wetter ist so lala. Also es könnte besser sein, aber man will nicht meckern. Es regnet auch nicht. Und das bisschen Wind, das halten wir auch noch aus. Ich habe Gollum was richtig Schickes angezogen und zwar komplett heute alles in rosa. Das ist auch sehr wichtig zu erzählen. So. Ich hoffe, dass er nicht so aufgeregt sein wird, weil das natürlich jetzt auch nicht so normal ist, da jetzt mal zum Strand zu fahren. Und dort waren wir halt auch noch jeden nie. Jeden Tag einfach. Aber ich denke, das wird echt ein nicer Day. Yes. Und Tom ist natürlich dabei und macht Videos, Fotos und alles. Jetzt seht ihr dann gleich auch noch, als ich Gollum geputzt habe und wie ich ihn verladen habe und dann lade ich ihn schon ab und dann geht's an den Strand. Und wenn ihr euch fragt, wieso Hella heute so hyperaktiv ist, sie hat nur 3 oder 4 Stunden geschlafen. Drei. Dann habe ich Gollum auch schon fertig gemacht, habe ihn hier angebunden, ihn geputzt, die Decke drauf geschmissen, damit er auch nicht frieren muss, während er fährt, die Gamaschen dran gemacht, dann haben wir Lenny verladen und dann habe ich auch schon Gollum verladen. Das hat ausnahmsweise mal geklappt. Dann hat Gollum noch einen Apfel bekommen und hier sind wir dann ein bisschen im Auto abgegangen und haben ein bisschen getanzt. Und ja, wir hatten einfach richtig gute Laune und dann war der Weg auch gar nicht mehr weit und wir sind schon angekommen. Wann hast du mal nicht gute Laune? Das fragt man sich. Kalt? Und es war so kalt. Oh, es ging gar nicht. Wirklich, es war so windig, als wir angekommen sind. Also, so schlimm war es jetzt wirklich nicht. Oh doch, es war richtig schlimm. Nein. Das kann man hier nochmal sehen. Die Schabracke ist einfach sogar runtergefallen. Und dann habe ich Gollum hier schon fertig gemacht. Und dann ging es auch gleich los. Da hat Gollum noch einmal den Pferdeanhänger abgeschleckt. Wir machen so ein Interview. Total super. Das Interview hat es ja wirklich echt in sich. Dann sind wir auch schon beim Strand angekommen und das war einfach so ein tolles Gefühl, da zum ersten Mal zu galoppieren, wie man hier sehen kann. Das war auch der erste Galopp. Und dann haben wir hier auch schön freihändig und das war einfach... Was man halt nicht sieht, ist diesen Trottel, der da immer mit der Kamera lang gelaufen ist. Du redest von dir? Ja, und die Strecke, die ihr mit den Pferden zurückgelegt habt, musste ich zu Fuß zurücklegen. So ist das halt. Er hatte eigentlich auch Spaß dran. Genau den gleichen Spaß hatten wir auch auf den Pferden drauf. Und es war einfach richtig schön in der Gruppe, so schön zu galoppieren. Aber Leute, das Schlimmste war, da wenn man... mich sogar guckt, da unten. Ja, wenn man hinter jemanden galoppiert ist, hat man einfach diesen ganzen Sand und die Muscheln ins Gesicht bekommen. Und es tat so dolle weh. Aber das hat man ja gerne in Kauf genommen. Dann waren wir auch schon fertig und sind wieder zurückgeritten und haben die Sachen abgemacht. Und hier habe ich dann so einen Blödsinn gelabert, den ich euch einfach gar nicht mit drin kann. Und zwar meinte ich, dass Gollum ja Araber mit drin hat und er das ja nicht anders kennt, als in der wilden Prärie rumzurennen. Und er deshalb das so gut gemacht hat am Strand. Und dann hat er noch Küsse bekommen und noch eine Möhre bekommen. Und dann wäre er, glaube ich, ganz zufrieden. Oh, er hat eine Zahnlücke. Er hat eine Zahnlücke. Stell dir vor, bei dir würde der so fehlen. Ich glaube, ihr seid einfach so geschwind durch den Wind galoppiert, dass der Zahn rausgeflogen ist. Das kann ich so nicht unterschreiben. Also, Gollum hat diesen Zahn wirklich schon Ewigkeiten draußen. Und dann haben wir hier noch ein kleines Fotoshooting gemacht, bevor wir wieder verladen haben. Und dann sind wir auch schon nach Hause gefahren. Und dann sind wir angekommen und waren irgendwie immer noch ein bisschen hyperaktiv und haben irgendwie mitgesungen bei Don't Worry, Be Happy. Don't Worry, Be Happy. Das war's mit dem Video. Es hat mir so viel Spaß gemacht, am Strand zu reiten. Wirklich, also da so richtig lang zu fetzen und so. Ich habe auch ein richtig cooles TikTok gemacht. Müsst ihr auf jeden Fall vorbei. Sie hat sich das auf der Fahrt schon 300 Mal angeguckt. Ja, aber das ist auch einfach nur nice geworden. Ohne Spaß. Ja, es war einfach nur nice. Also da so mal richtig abzugehen und die Pferde auch nicht direkt nach einem Meter wieder so einfangen zu müssen, sondern einfach wirklich mal lange Zügel und richtig abgehen lassen, ist halt auch nochmal
ziemlich nice. Ja, ich war ja schon mal am Watt, aber ich finde, das war so richtig Strandfeeling, weißt du? Warst du noch nie am Strand so? Nee, eigentlich so nicht. Also ich war halt in Cuxhaven ja, am Watt und so. Aber das war auch noch mal ein bisschen was anderes und da konnte man jetzt auch nicht so abgehen, weil man auch auf die anderen Reiter und so achten musste. Und am Anfang war es halt richtig gut, weil da war einfach keiner da, kein einziger Mensch. Am Ende ist es dann halt ein bisschen voller geworden und dann haben wir auch nicht mehr so viel gemacht. Hat sich das frühe Aufstehen wohl doch gelohnt? Es hat sich so gelohnt, obwohl ich nur 4 Stunden geschlafen habe. Hat man gar nicht gemerkt heute. Ein bisschen verstörend warst du ja. Gollums Outfit sah ja mal nur nice aus, oder nicht? Also alles in rosa, alles passend. So mache ich immer eine Suppe. Du musst es hier auch lose machen. Das ganze Auto schon mit angerufen. Okay. Okay, dann blende ich euch jetzt noch ein paar Bilder ein und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Zuschauer, zum ersten Mal, dass du heute was tust. Immer wenn die Kamera aus ist, mache ich die Sachen.